Alt J, das Delta aus dem englischen Leeds, ist heute am 19. September mit seiner neuen Platte This Is All Yours am Start. An Awesome Wave, das Debütalbum der Band aus Leeds, war ein Riesenerfolg, schaffte es auf Platz 13 der UK-Charts und bekam 2012 sogar den Mercury Music Preis verliehen, einer der bedeutendsten englischen Musikpreise. Fünf Jahre haben die Jungs damals für ihr Album gebraucht. Das neue Album, This Is All Yours, ist in 2 Jahren entstanden. Was direkt auffällt, auch im neuen Album mischen die Jungs wieder Rock-Elemente, klassischer britischer Rock mit Folk, Elektro und Synthesizer. Diesmal ist aber ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen, für Stille, für Ruhe und Entspannung. Es ist nicht ganz so hektisch, nicht ganz so aufgewühlt wie das erste Album, sondern klarer, strukturierter, aber keineswegs schlechter. Die ganze Platte wirkt strukturierter und klarer. All-J baut aber trotzdem eine sehr drückend düstere Atmosphäre auf, die wie bei Choice Kingdom fast schon mystisch wirkt. Im krassen Widerspruch dazu steht zum Beispiel Left Hand Free, das schon als Single erschienen ist und das sich ganz am anderen Ende des Spektrums, des musikalischen Spektrums von Alt J bewegt. Flockig, locker, rockig. Insgesamt sind All-J musikalisch nicht so leicht einzuordnen und auch wie das neue Album This Is All Yours letztendlich sein wird, wird sich eher in der Retrospektive zeigen, in vielleicht 4, 5 Jahren. Dann kann man vielleicht eher einordnen, wie das Album ist, als man das heute sagen kann. Was man definitiv sagen kann, ist ähnlich wie beim ersten: Es ist ein großartiges Werk.